Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Spaghetti Carbonara am liebsten zubereite. Das Rezept ist, wie ihr es von mir kennt, wieder super einfach und auch schnell zubereitet. Ihr benötigt Spaghetti, gewürfelten Rohschinken, ich habe hier eine magere Variante genommen, dann noch Kochschinken, Parmesan, Sahne oder Ramacreme fin mit zum Beispiel 15% Fett, Eier, von denen wir nur das Eigelb benötigen, etwas Öl und zum Würzen nur Salz und Pfeffer. Als erstes bringt ihr für die Spaghetti gesalzenes Wasser in einem großen Topf zum Kochen. Bis das Wasser soweit ist, könnt ihr schon mal den Kochschinken in kleine Würfel schneiden. Wenn ihr den Parmesan im ganzen Stück da habt, müsst ihr ihn hobeln oder reiben. Ich habe meinen gehobelten Parmesan noch etwas zerkleinert. Dann müssen die Eier getrennt werden, da wir für das Rezept nur das Eigelb brauchen. Das Eiweiß solltet ihr aber auf gar keinen Fall wegschmeißen, denn daraus könnt ihr zum Beispiel leckeres Baiser oder auch zum Beispiel Omelette machen. Die Eigelbe kommen dann zusammen mit der Sahne oder der Creme fin und dem Parmesan in einen Rührbecher. Außerdem könnt ihr schon das Salz und den Pfeffer hinzugeben und dann alles gut verrühren. In eine Pfanne gebt ihr das Öl und bratet darin die beiden Schinkensorten an, bis alles etwas knusprig ist. Die Pfanne könnt ihr dann vom Herd nehmen. Wenn das Nudelwasser sprudelt, kocht ihr eure Spaghetti wie gewohnt nach Packungsanleitung. Wenn die Spaghetti gar sind, schaltet ihr den Herd aus, gießt das Wasser durch ein Sieb ab und gebt die Nudeln zurück in den Topf. Die Nudeln dabei bitte nicht kalt abspülen, denn die Wärme brauchen wir gleich noch. Den Topf stellt ihr dann auf die noch warme, aber ausgeschaltete Herdplatte und gebt den Schinken hinzu. Alles gut verrühren und dann den Topf von der warmen Herdplatte nehmen. Denn jetzt kommt das Ei-Sahne-Gemisch zu den Nudeln und wird so lange gut verrührt, bis die Eier etwas andicken und eine cremige Konsistenz entsteht. Das passiert durch den noch warmen Topf und die warmen Spaghetti. Wenn die Masse allerdings zu heiß werden würde, dann würdet ihr statt einer cremigen Konsistenz eher eine flockige bekommen und das wollen wir ja nicht. Zum Schluss noch einmal kurz abschmecken und gegebenenfalls etwas nachsalzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video von mir verpassen wollt. Über eure Fotos von meinen Rezepten auf Instagram freue ich mich immer sehr, verlinkt mich dazu einfach unter oder auf eurem Foto. Bis zum nächsten Mal! Thank you.